Trödler von Vershofen bis Nassau, wir zusammen, wir sind eins. Wir sind Mühler und Chirurgen, Montag, der 15. Februar 2021. Es ist Rosenmontag, so steht's im Kalender, so ist es im Herzen und wir feiern Karneval unter den gegebenen Umständen. Ich stehe nicht an der Severinstorburg mit dem Countdown, sondern ich bin in der Wagenhalle in diesem Jahr. Das ist der heilige Ort, an dem die Persiflagewagen entstehen. Und hier entsteht in diesem Jahr ein ganzer Rosenmontagszug. Und zwar mit allem, was wir lieben. Mit den Ratsbläsern, mit den Mottowagen, mit Fußgruppen, mit dem Dreigestirn. Alles eben ein bisschen kleiner und trotzdem ganz groß zusammen mit dem Hennesschen-Theater. Das ist das Traditionspuppentheater in dieser Stadt. Und ich hoffe, ihr habt es euch ein bisschen schön gemacht zu Hause. Verkleidet, dekoriert, Frikadellchen,
ja, um die Zeit auch vielleicht ein Kölsch. Der ausgefallenste Rosenmontagszug. Wir machen das Beste, das Allerbeste daraus. Und wie schön, dass ihr direkt den Anfang gemacht habt, Basti. Ihr habt auch das Allerbeste aus dieser Session gemacht. Ja, tatsächlich. Man hatte die Möglichkeit, noch vor Autos zu spielen. Auch wenn es sich im ersten Moment merkwürdig anhört. Aber es war die Möglichkeit, auf die Bühne zu kommen. Und die Menschen hatten die Möglichkeit, das Leben irgendwie dann doch zu umarmen und ein bisschen zu feiern. Und da sind wir sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gab. Was hast du für einen Eindruck? Was gibt der Karneval dann jetzt in dieser ja doch fordernden Zeit? Ja, der Karneval ist ja nun das Bunte in der Stadt und man merkt erst jetzt mal, was für Monate Januar und Februar eigentlich sind. Weil im Dezember hat man Weihnachten und im März kommt dann irgendwann Ostern, aber Januar und Februar, die sind ja irgendwie so leer und dann ist das Wetter auch noch so. Deshalb umso wichtiger, dass doch noch ein bisschen das Bunte und das Leben dann seinen Weg gefunden hat. Gott sei Dank, der Rosenmontagszug läuft. Ich sage ja, wenn auch kleiner, trotzdem ganz groß, wie ich finde. Für euch ist der Rosenmontagszug ja auch eine Kindheitserinnerung. Wie verbringt ihr diesen Rosenmontag normalerweise? Normalerweise hätten wir wahrscheinlich manchmal noch gespielt, obwohl wir eigentlich immer sonntags aufhören, damit damit wir das noch ein bisschen genießen können. Aber natürlich sind es Kindheitserinnerungen und auch Erinnerungen daran, wie wir selber mal mitfahren durften. Also das ist ja ein elementarer Bestandteil der Kölner Seele und unserer Lebensmentalität hier. Freust du dich auf den Zug? Ja, ich finde es total spannend, wie das umgesetzt wird. Und das zeigt auch wieder, ey, man kann es weder verbieten, noch wird es irgendwie aufgehalten. Irgendwie findet der Karneval immer seinen Weg. Der Kölner kriegt das hin. Casala, herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei seid. Also an diesem ganz besonderen Tag, an dem wir mit diesem Rosenmontagszug, ich bin mir ganz sicher, Geschichte schreiben werden. Es haben keine Sitzungen stattgefunden in diesem Jahr. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Also es gab auch keine Käseplatte, es gab auch keine kalte Ente. Danke, Corona. Was machen eigentlich Sitzungspräsidenten dann? Also ich kenne einen, der kennt da nix. Also Corona, der feiert einfach alleine. Ja, weißt du, hier ist ein Rosenmontag. Ich habe kalten Fassel laufen, sein Zug natürlich. Ich habe nen Deckel. Fastenzeit. 10,80 drauf. Gastronomie wird sich bedanken. Delit in Kölle, in minger Kneip, beim Struze Jupp. Ich han so viele Selbstdarsteller im Karneval. Mord noch fort in der. Ja, und da sind wir dann im Prinzip auch schon direkt am Allerheiligsten angekommen, ne, diese Vitrine hier. Ne, das ist sozusagen die Mona Lisa des Karnevalsmuseums. Ne, all das hier, das sind alles meine persönlichen Gegenstände, die ich dem Museum gegen seinen Willen zur Verfügung gestellt habe. Und wenn wir da mal reingucken, vielleicht unverbindlich, ne, dann sehen wir hier, da haben wir diesen goldenen Zapfhahn. Da muss man vielleicht dazu wissen, ich bin ja Präsident der KG Radedolle Spritköpf von 1493 e.V. Und unser Prinz, ne, der hat eben keine Pritsche als Zeichen seiner Macht. Nein, er hat diesen offenen Zapfhahn. Das muss man gar nicht groß erklären. Das steht natürlich für alles fließt. Ach, guck mal, was haben wir da? Da haben wir dann hier diesen dieses Ausrufezeichen, will ich fast sagen, zeitgenössischer bildender Kunst, Lattenzaun auf Pappe. Das habe ich erworben, lass mich nicht lügen, da war ich 17 Jahre alt, dann habe ich das erworben von einem unbekannten Künstler und Aushilfskellner für damals noch 95 Mark inklusive Trinkgeld. Eine Auftragsarbeit anlässlich des Fassanstichs auf der Herbstkirmes 1983. Ja, wenn wir hier weiter gucken wollen, das ist unser Lappenclown. Ne, unser Lappenclown, weil da die Führerscheine unseres Elverats dranhängen, ne, die er in den letzten 5 Jahren abgeben musste. Ne? Ich kann mich beümmeln. So, und dann, ach, guck mal hier, das hätte ich ja fast schon vergessen. Ne, da haben wir hier noch ein bisschen Zeitdokumente, unermesslicher Wert. Na, guck mal hier, einfach mal drauf geguckt, da haben wir
Harald Junke, Ehrensenator bei uns. Wie übrigens auch direkt daneben sehen wir bei der Audienz Papst Franziskus. Wir sind Brüder im Geiste. Wir führen beide einen bedeutenden Männerverein. Selbstverständlich, dass ich den Heiligen Vater auch zum Gegenbesuch bei uns eingeladen habe. Aber er kann leider nur während der Fastenzeit. Und dann bringt es ja nichts. Ach, und guck mal, ich bin ja sowieso nah am Wasser gebaut, aber wenn ich das sehe, das ist wirklich mein allererstes Kölsch. Wie alt mag ich da gewesen sein? 5, 6 vielleicht, ich weiß es ja nicht mehr genau. Der beste Sitzungspräsident aller Zeiten, Volker Weininger. Ein bisschen haben wir noch, bis losgeht zum Rosenmontagszug. Kommentiert auch in diesem Jahr von Monika Seichert und von Guido Kanz. Und ich bin so froh, das Geschichtsbuch auf zwei Beinen an unserer Seite zu haben. Prinz Karneval 1993, Vicky Junggeburt. Wie schön, dass du da bist, denn das müssen wir einordnen. Pandemie und Karneval. Also wir haben sowas ja noch nie gehabt. Nee. Es gibt ja keine Präjustiz aus der Vergangenheit, wo man sagen konnte, damals haben wir so und so gemacht, das ist dann gut gegangen. Aber hier musste ja alles neu erfunden werden. Und ich kann heute nur dem Festkomitee Zugleiter ein besonderes Kompliment machen, dass er es geschafft hat, diese Idee durchzusetzen, auch gegen Widerstände, darf man ja mal so sagen. Das war ja nicht ganz einfach durchzusetzen. Aber es denn so perfekt auch zu machen, alle Achtung, das war schwerer als ein großer Rosenmontagszug. Ja, aber Vicky, Absagen wäre einfach gewesen. Ja. Und das hat es in der Geschichte des Karnevals auch schon. Es hat schon eine Absage gegeben. Du bist das Geschichtsbuch, das war 91? Ja, das der war Golfkrieg. 1991 beim Golfkrieg ging also gar nichts. War auch richtig so, obwohl das damals zum Teil sehr, sehr kritisch in Köln gesehen wurde. Aber wer wollte 1991 als Festkomiteepräsident die Verantwortung dafür übernehmen, diesen Zug laufen zu lassen, wo so viele negative Einflüsse nach Köln kamen, wo so viele Drohbriefe auch kamen? Ging nicht. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Hatte man damals, ich war da noch im Ruhrgebiet und ich wusste, es wird abgesagt. Ich war aber auch noch echt klein, weil ich dachte, es gehört sich nicht, einen Rosenmontagszug zu machen, wenn Krieg ist. Aber das war nicht der Grund. Das war wirklich Angst. Also wir hätten diesen Rosenmontagszug sicherlich gemacht, schon aus dem Hintergrund, dass wir so etwas Ähnliches ja schon mal hatten. Mhm. Und zwar im Jahre 1962. Komischerweise immer alle rund 30 Jahre passiert so etwas. Ich darf mal zurückgehen ins Jahr 1962. Am 13. August 1961 war der berühmte Mauerbau. Mhm. So. Da hat man schon damals gesagt, also ihr könnt in Köln kein Karneval feiern. Wir haben die größte Katastrophe überhaupt, die wir uns vorstellen konnten. Und dann feiert ihr Karneval, habt ihr nichts Besseres zu tun. Dann kommt im Februar 1962 die Flutkatastrophe in Hamburg noch dazu. Ach, die Sturmflut, ja. Das war ihr Döns, kann ich das sagen. Wollte gerade sagen, ich erinnere mich, aber da war ich noch gar nicht auf der Welt. Hast du mitgeschwommen, nee, oder was? Ja. Nee, also diese Flutkatastrophe, das war also der nächste große Schlag. Und dann hieß es, also hier ist aber endgültig. Aber das Festkomitee hat sich damals dankenswerterweise durchgesetzt und hat gesagt, was nützt es diesen armen Menschen, die da zu Schaden gekommen sind, wenn wir hier auf den Karneval verzichten? Nämlich gar nichts. Aber unter großem Protest hat der damals stattgefunden. Es war eine Stimmung, die etwas gedeckt war, sagen wir es mal so. Aber das haben wir damals auch überstanden. So, dieses, wie könnt ihr, wir haben gerade andere Probleme, das kommt uns bekannt vor. Es gibt auch jetzt Stimmen, die sagen, Mann, ihr mit eurem Karneval. Es gibt so viele Menschen, die haben Existenzangst, krank, Todesfälle. Viele sind jetzt in Quarantäne, machen sich wirklich Sorgen. Und ihr macht jetzt euren Karneval. Mal eine andere Position. Was kann Karneval bewirken,
in einer für so viele so fordernden Zeit? Das ist genau die richtige Frage. Danke. Diejenigen, die da vehement gegensprechen, die lade ich herzlich ein, im nächsten Jahr mit mir mal zusammen zu einer Seniorensitzung zu kommen. Da mache ich 10, 12, 13, 14 Sitzungen oder auch zur Blindensitzung. Das sind Erlebnisse, die werden Sie nie vergessen. Diese Senioren, wenn man da reinkommt, die haben eine so unbändige Freude, und viele, darf man nicht vergessen, von diesen Leutchen sind dement, und da passiert im Moment gar nicht viel. Und dann fange ich an zu singen Lieder, Karnevalslieder aus deren Jugendzeit, und auf einmal gehen die Köpfe hoch. Und dann singen die alle mit, nicht nur den Refrain, sondern auch die Texte. Das ist grandios. Mhm. Wenn ich da rauskomme, sage ich immer, ach, das war's jetzt. Dafür machen wir Kölner Karneval. Und auch in diesem Jahr. Jetzt erst recht. Und auch in diesem Jahr. Ja, dieses Jahr konnten wir ja nicht. Also die ganzen Seniorensitzungen sind alle ausgefallen. Aber deshalb haben die Leute jetzt wenigstens mal ein wenig vom Karneval im Fernsehen, wo ja auch Lieder gespielt werden und wo sie sich dann ein bisschen wiederfinden. Die Erinnerung kommt einfach zurück an schöne und wunderschöne Jahre des Seckenbrauchtums. Man macht im Kopf einfach mal auch eine Corona-Pause. Ich stelle fest, in der Stadt... ja, wie ist die Atmosphäre in der Stadt? Hin und wieder sehe ich mal so einen roten Funken durchhuschen oder so einen Apfelsinenfunken, ne? Dann freue ich mich. Wie nimmst du die Atmosphäre in der Stadt wahr? Ja, also ich bin da sehr realistisch und sehr klar drin, es ist Stress. Entschuldigung, ich muss sagen, man darf das mal im Karneval so sagen. Es ist eine Situation, die Leute sind sehr, sehr zurückhaltend. Man kann hier gar nichts machen. Es gibt keine Sitzungen und vor allen Dingen, der Karneval ist ja ein Gemeinschaftsgefühl. Also alleine an der Theke zu stehen und dann zu singen, warum ist es am Rhein so schön, oder Pirate, um mal in die neuere Lieder, das bringt nicht allzu viel. Das gemeinschaftliche Singen und das gemeinschaftliche Feiern steht beim Karneval absolut im Vordergrund. Und allein ist allein und es ist Stress. Aber trotzdem, was werden die Menschen in 30 Jahren über diesen Rosenmontagszug 2021 erzählen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Dinge wieder glorifiziert werden. Ja, aber das ist ja die große Kraft in dieser Stadt. Ja, aber wenn man 30 Jahre weiterdenkt, wir werden das ja alles noch erleben. Mhm. Ich bin ja noch rüstig einigermaßen. So, und von daher werden wir uns dann noch mal unterhalten, Sabine. Aber der Karneval hat im Moment eine Momentaufnahme. Den kann man nicht brechen. Den Karneval gibt es jetzt in der offiziellen Form seit 198 Jahren. Und da waren einige riesengroße Highlights dabei und noch einige Dinge, die nicht so schön waren. Beispielsweise wird man sich ja zurückerinnern an 2021, wo alles Ossifalle ist. Wo die Leute dann sagen, ach, weißt du noch, was war da die Gedöns? Man hat da nichts machen können und da nichts machen können. Die Gardisten nicht. Aber dann kommen dann auch wieder, auf einmal wieder so Highlights auf, wie beispielsweise die Ideen von den Chorgesellschaften, die dann rundfahren und verteilen ihre Orden bei den Leuten, die bei ihnen in ihrer Sitzung aufgetreten wären. Das ist doch grandios. Ja. Da kommt auf einmal ein Gardist von den roten Funken, von den blauen Funken zu uns nach Hause und überreicht mir ganz stolz den Orden. Und ich strecke natürlich meine Brust raus und sage, ist das nicht schön? Das ist kölsches Gefühl, auch in dieser Zeit. Vicky, blieb gesund. Das verstehen wir alle, oder? Toll. Dass wir uns nächstes Jahr wieder ein Bützi geben können und an der Straße stehen. Aber jetzt ist erstmal schön, dass der Rosenmontagszug in dieser ganz besonderen Situation, in dieser ganz besonderen Form stattfinden kann. Vielen Dank. Danke, liebe Sabine. Mir hat es große Freude gemacht, ja, so ein bisschen mal in den Exkurs reinzugehen. Ja, fantastisch. Könnte das stundenlang mit dir, Vicky. Was machen eigentlich die Funkmariechen in diesem Jahr? Keine Sitzungen? Ja, die kommen ja normalerweise in so einer Session auf unfassbar viele Flugstunden. Dieses Jahr sind sie alle am Boden geblieben. Susanne Petzold hat sich sogar in Quarantäne begeben im Karnevalsmuseum, um ein bisschen zu feiern. Ja, Alaaf, liebe Sabine, herzlichen Dank. Hör mal, es geht mir hervorragend. Das war meine beste Entscheidung. Ich befinde mich hier an der einzigen Örtlichkeit in ganz Kölle, wo ich mich nicht mit diesem bedrissenen Virus infizieren kann. Und zwar in Vitrinenquarantäne. Super, ne? Ja, ich bin hier quasi im absoluten Lockdown. Also richtig gehört,
Lockdown. Das klingt nicht nur wie ein Ort in der Eifel, es ist auch genauso öde. Nur ich und die drei Ausgestopften hier. Und das schon seit dem 11. im 11. Also genau genommen 97 Tage. Naja, ist so ein bisschen wie 9,5 Wochen, nur ohne Sex. Aber ich habe mir schön Proviant mitgenommen. Hier, Funkentee. Das ist rein pflanzlich. Ein Drittel Kölsch, ein Drittel Cabernet und ein Drittel Klosterfrau Melissengeist. Das haut das stärkste Virus aus dem Kittel. Und zu essen hatte ich natürlich auch dabei. Hier natürlich lecker Kamelle und für die Fitness täglich einen Kölschen Energieriegel. Kennt ihr sicherlich, ne? Das ist 30% Mett und 70% Zwiebeln. Und ist jetzt genau aufgegangen. Das ist der letzte, 3 Monate alt. Naja, jedenfalls diese ganzen Maßnahmen, ne? Dieses ganze Hin und Her, das habe ich hier drinnen in der Isolation natürlich auch alles mitgemacht. Ne? Zum Beispiel mit den Masken, ne? Da hieß es ja zuerst, Masken sind Quatsch. Dann hieß es, nee, Masken sind ganz wichtig. Und dann hieß es wieder, ja, aber keine Stoffmasken. Unbedingt OP-Schnüssbügel. Und dann, nein, nein, nicht OP, sondern FFP. Fastelovend Filter Protection. Ne? Naja, auf jeden Fall war ganz wichtig immer lüften, lüften, lüften. Ja, den hier beispielsweise habe ich von einem Kürbis aus der Altstadt bekommen. Ja, so viel zum Thema Hygienemaßnahmen. Hör mal, die Gastronomen, die haben sich doch zum Schänzchen investiert. Und dann war alles für die Katz. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt ja zum Zug, aber für die ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Naja, jetzt gibt es ja die Hoffnung, das Impfen. Wobei, sind wir mal ehrlich, also bis ich da irgendwann an die Reihe komme, da sehe ich aus wie diese drei Mumien im Glassarkophag. Deswegen, mein Tipp, echt Kölnisch Wasser. Ja, das hat doch auch viel mehr Wumms als dieses ganze BioNTech, Moderna, Zyniker Gedöns da. 85% Alkohol, intravenös, da kriegt das Virus Kasala. Ja, oh, Entschuldigung. Kölner Rosenmontagszug abgesagt, stattdessen heute Puppenzug mit dem Hennesschen-Theater. Was? Hör mal, jetzt habe ich aber den Kaffee auf. Das gibt's ja wohl überhaupt nicht. Ich langweile mich hier 3 Monate lang mit diesen 3 Spaßbremsen zu Tode. Und jetzt war das alles umsonst. Ich glaube es nicht. Hör mal, jetzt ist aber Schluss hier mit, da sind wir dabei, Viva Coronia und die Quarantäne zieht weiter. Und diese ganzen Maßnahmen, ja, die kapiert doch sowieso kein Mensch mehr. Hier, die Friseure sind zu, die Blumenläden aber auf. Fußball, ja, und aber auf der anderen Seite dann Theater, nein. Ja, Schalke statt Schauspiel. Hallo, ich bin sowas von negativ und virenfrei. Ich will jetzt zum Rosenmontagszug. Dann gehe ich eben bei den Puppen mit. Auch gut. Das gibt's doch gar nicht. Warum? Ah, hallo, hallo, Kuckuck, hallo, guck mal, Kuckuck, ich will hier raus. Alaaf, meine Liebe, Alaaf, ja. Was für ein schönes Funkenmariechen, Susanne Petzold. Und jetzt dauert es nicht mehr lange und dann geht's los, der ausgefallenste Zug. Und wir sind so dankbar, dass er überhaupt stattfindet. Der Zugleiter ist da, Holger Kirsch. Wie ist jetzt die Lage so kurz vorher? Ja, also ich bin total beseelt heute, dass es uns gelungen ist, so eine charmante Alternative zu dem uns so geliebten klassischen Rosenmontagszug zu entwickeln. Es ist dieses Geschenk für die Jecken jetzt an Rosenmontag und ich glaube, es ist ein Gesamtkunstwerk, wo so viele mitgewirkt haben, wo sich jeder wiederfindet und es ist ein Zeitzeugnis mit roter Schleife drin. Wann war dir klar, der Rosenmontagszug 2021, der findet nicht so statt, wie wir ihn kennen und lieben?
Also wir haben schon früh im Jahr mit Alternativkonzepten unsere Gedankenspiele durchgespielt. Und eigentlich schon im Juni war uns klar, so wird's, wie wir es gewohnt sind, wird es auf keinen Fall stattfinden. Und dann haben wir unzählige Alternativkonzepte unter freiem Himmel durchdacht. Was war alles dabei? Also wir hatten anfänglich, die erste Idee war eigentlich so eine verkürzte Zugwegstrecke zu realisieren, wie so ein Sambadrom, weil es ja noch hieß, man muss nur eine garantierte Rückverfolgung der Besucher sicherstellen. Dann kam die neue Corona-Schutzverordnung, dass auch das ausfiel. Dann hatten wir uns überlegt, einen stehenden Zug im Stadtgebiet durchzuführen, wo der Jeck sich die Persiflagen erwandern muss. Das fiel auf wenig Gegenliebe beim Gesundheitsamt, weil das zu viele Menschenbewegungen bedeutet hätte. Dann haben wir mit dem Gedanken gespielt, schwimmende Persiflagen auf dem Rhein zu zeigen. Das ist ja schön mit dem Hochwasser gerade, oder? Jetzt wäre es gerade ein bisschen schwierig geworden, da gebe ich dir recht. Aber es wäre auch, glaube ich, eine sehr charmante Alternative gewesen. Wir haben überlegt, den Zug auf der Weidenpecher Rennbahn starten zu lassen. Ganz am Schluss hatten wir noch die Idee, ein Rosenmontagsfest im Rhein-Energie-Stadion durchzuführen. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz nette Lösung gewesen. Und als das dann auch letztendlich abgesagt werden musste, da trug man die Idee von einem digitalen Zug an mich heran. Und also ich bin Architekt und ich möchte Dinge bauen, Dinge anfassen können. Das kam für mich irgendwie nicht in Frage. Und dann hatte ich die Idee, vielleicht in einem kleineren Maßstab zu denken, in einem Modellmaßstab. Und dann bin ich abends in die Runde meiner Kritzelköpfe und habe sie mit dieser Idee konfrontiert. Und dann gab sich auf einmal ein Wort das andere. Also es entstand eine totale Euphorie. Kleine Wagen, jetzt brauchen wir nur noch kleine Menschen. Und wo kriegen wir kleine Menschen her? Im Hennessy-Theater. Ja, und super. Und da waren wir einfach total befreit in dem Moment. Ich denke auch, was für eine tolle, perfekte Kombination für diese Stadt. Und vor allen Dingen in Kombination mit dem Sessionsmotto. Nur zusammen sind wir Fastelovend. Und hier treffen wirklich zwei kölsche Institutionen aufeinander. Und dass uns das dann in der Umsetzung wirklich so charmant gelungen ist, bereitet mir unglaublich viel Freude heute. Ja, uns bereitet es Freude, dass das möglich ist. Wie ist das angekommen? Was haben die Leute zu dir gesagt, als du dann erzählt hast, wir machen das? Also die Resonanz, die war wirklich überwältigend. Und das zeigt uns einfach auch, dass die Menschen jetzt einfach so ein bisschen nach Freude lechzen auch. Also dass wir so eine Lösung jetzt gefunden haben, ich vergleiche das so ein bisschen mit früher in Kriegszeiten, da hat man Unterhalter an die Front geschickt, um für Ablenkung zu sorgen. Und so ein bisschen empfinde ich das im Moment, dass die Menschen so sich gesehnt haben nach Freude, nach ein bisschen Lachen. Und das schenken wir ihnen heute. Holger, jetzt hast du ja auch eine Puppe gleich dabei. Der Zugleiter muss natürlich auch in echt mitfahren dann da. Wie war die Erstbegegnung mit dir als Puppe? Also, konntest du sagen, Leute, immer so eine Nase, das ist... Ja, in der Tat, genau so war es. Also bei meiner Puppe wurden die Schwerpunkte so ein bisschen anders gesetzt. Also ich weiß, dass ich ein sehr markantes Kinn habe. Meine Puppe hat jetzt eine sehr prägnante Nase. Aber ich bin natürlich voller Stolz erfüllt, dass... Also für einen Kölner kann es, glaube ich, nichts Größeres geben als Hennessy-Puppe nachgebaut. Ja, du hast es ehrlich gesagt durchgespielt, ne? Prinz Karneval, Zugleiter und eine Hennessy-Puppe. Also... Ja, ist schon ganz toll, was ich in dieser Stadt erleben darf. Ja, schon ganz gut. Und vor allen Dingen auch für euer Dreigestirn. Ne? Das ist, da arbeitest du und lebst eine ganze Zeit darauf hin, dass du Dreigestirn sein darfst. Dann passiert das. Und wie schön, dass ihr ihnen dann auch noch ein weiteres Jahr geben könnt. Ja, also das kann ich also wirklich nur begrüßen, diese Idee. Ein Dreigestirn, die erfüllen sich ihren Lebenstraum. Und all das, was ich zum Beispiel mit meinen beiden besten Freunden damals erleben durfte, dürfen die dieses Jahr nicht erfahren. Bei ihnen überwiegen natürlich in diesem Jahr die stillen Momente und das lösen die drei ganz fantastisch. Also es geht einem unheimlich ans Herz. Und ich freue mich aber tierisch aufs nächste Jahr, wenn wir wieder alle zusammen am Straßenrand stehen, unserem Dreigestirn zujubeln werden, singen, tanzen unsere tollen Lieder, die wir in Köln haben. Und natürlich muss es dann auch endlich wieder Kamelle regnen. So, aber jetzt feiern wir den Rosenmontagszug 2021, der ausgefallenste Zug. Holger, als Zugleiter sage ich dir sonst auch immer, toi, 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 genieß es. Die Arbeit ist jetzt getan. Das mache ich jetzt auch. Genieß den Zug, gleich geht er los. Der ausgefallenste Zug 2021. Und hier sind natürlich eure Kommentatoren. Wie immer Monika Seichert und Guido Kanz. Und da bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, ein Traum von einem Rosenmontagszug. Alaf. Man da Trümmel geht, ein Stummapparat, drecken durch die Stadt und jeder hätte gesagt. Hennessy, was machst du da? Bärbelsche, schon gerade der Kalender gelot.
Nur ein See. Es ist fast erlaubend. Stimmt. Und nicht nur das. Es ist so ja Rosemontag. Nein, ich kann es immer noch nicht schlafen. Ehrlich, Wörthück. Ich war der wichtigste Tag in Köln. Der höchste Viertag in unserer Stadt. Ich bin so betrübt. Man hat eine schlimmste Krähe. Schlimmste Wetter. Die ganze Welt vor in der Krise. Verbunden hatten sie uns in 4 Uhr halt. Aber dass all die Menschen auf der ganzen Welt schlimm krank werden, das hatten wir noch nicht. Ach, Hennessy, mir bricht das Ohren Herz. Keine Jäger auf der Straße. Keiner singt uns kölsche Leder und ist am Schunkele. Und wo sind die ganzen Pens? Wir haben Rosenmontag, aber wir haben keine Zug. Na, ihr zwei, was macht da? Oma, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es Rosenmontag ist. Genau, nur dies Jahr wird es ganz anders wie all die anderen Jahre. Freunde in der Not. Janne, 100 Oppelot. Also ich schläf so ganz anders wie sonst, wird es dies Jahr auch nicht. Dinge, Opa ist jedenfalls genauso bekloppt wie jedes Jahr. Das stimmt. Eva sagt, dies Jahr können wir ja nicht zum Elwurms Bitter für die Wirtschaft jahren, um der Zucht zu loren. Und jetzt ist ja auch kein Kamelle. Und kein Strüßjahr. Kein Funke. Keine Ware. Kein Fastelovensmusik. Ja, nix. Nee, das meldet mich erst betrüft. Ob dem Markt stand die Bure. Dicke Eier, faule Pomme, lange Moore. Ei. Man, sag uns, Oma, wie war das dann früher, wenn der Zug uns ausgefallen war? Na ja, also ich weiß noch, wie ich ein kleines Mädchen war. Da hatte man jahrelang keine Zug, wehe dem Krieg. Es war die größte Not. Aber wir hatten uns Freunde und wir haben zusammengehalten. Und wir haben uns, so jodet jink, trotzdem Freude gemacht. Jecke Sache, Mitze mache, drüber lache, dat is Karne. Ach, Nikola, du jäst mir langsam ob de Nerve. Wann du nicht bald mit dem Singen obhörst, verpass ich dir hier zu Hus auch noch ein Schnüssjadingsche. Oma, wir sind doch eine Haushalt. Das ist mir dann auch egal. Verzähl deine zwei ins Leber, wie man hück der Rosenmontag verbringe. Ja, wie alt? Wir machen uns Spaß und Freude, wie jedes Jahr, ne? Et Kölsch ist kalt, Mettbrütscher und halver Hahn stand parat. Also, ich wäre so weg, et kann los, Jan. Ja, wat dann? Es gibt doch keine Zug. Wann et keine echte Zug gibt, dann müssen wir uns evens eine träumen. Man hat einfach de Öhlscher zu. Und wisst ihr, wo wir anfangen? Genau, ganz vorne. Da, wo das Spielchen Jahr für Jahr losgeht. Logo. An der Fringsports. Richtig. Alaf und herzlich willkommen, Lebfastenlaubensjäcke, hier von der Fringsports an Klotischplatz aus Kölle. Wir freuen uns, dass ihr am schönsten Montag im Jahr die Flimmerkiste eingeschaltet habt, um mit uns der Rosenmontagszug 2021 zu feiern. Ja, ein bisschen jetzt wird es einfach noch dure, bis dann das Licht heißt, da Zug geht. Ja, und solange wir noch ein bisschen hier warten müssen, haben wir für euch ein kleines Programm parat geknufft. Ja, damit der Zick flück verflüscht, so wie wir Kölsch in einem Lappen klauen. Nur zusammen sind wir fastelovend. Das ist das diesjährige Motto. Und wenn man zusammen nicht allein sein kann, ja, haben wir unsere Jas eingeladen. Hier ist sie, der Jonsignor im Fastelovend, der King of Grazia. Hier ist der Jurassic Jack. Herzlich willkommen, Ludwig Sebus. vielen Dank, Hennessy und Alaf, ihr lief Jacke zu uns. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Liebe Ludwig, Sache, das ist doch für dich so der gefühlste 300. Zug. Sache, was macht der Zug hier so besonders? Oh, Hennessy, ich bin halt so lange im Fastenlehr unterwegs. Da hieß es Casada Norte 4 Butze. Ja, da läuft man irgendwann, man hat das alles gesehen. Aber ich glaube, so eine Zug wie hier
han ich noch nie erlebt. Ja, das kann gut sein. Ja, ich meine, so viel Jäcke Puppe können wir einmal, han ich noch nie gesehen. Wollen wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Ja, ja, das stimmt. Hück hange der Wolke ein bisschen tief. Ne? Ja. Ey, was macht er keine Sorge? Da oben passen sie gut auf uns ab. Herrlich. Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Ludwig. Wollen wir hoffen, dass du recht behältst. Dankeschön, dass du hier warst. Vielen Dank, Ludwig Sebus. Oh je, danke. Danke. Ja, aber super, wirklich am Himmel. Die machen uns doch nicht jäg, die Bestie. Ich bedanke mich recht herzlich hier für die Tanzgruppe, die Kammerkätzchen und Kammerdiener von der Altkölschen KG Schnüsse trinken von 1901 e.V. Willi, Willi, Willi. Ich bin ein Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ein Kölsche Jung. Und Dunjen lache. Ich, Dude, was ist los? Komm, du Schlafwitz, es geht mal los. Was ist, was geht dann los? Ach, Leben Willi, kriegst du dann überhaupt nichts mehr mit, du Träumdöppe? Der Zug geht. Hä? Der Rosemondas-Zug? Wie? Ich dachte, der geht nicht. Ach, Leben Willi, und du kennst doch den Kölsche. Glaubst du denn wirklich, denn wäre der Spaß im Lev auf Handy gekommen? Ich finde immer eine Welt für zu vieren. Komm, ich habe den Finsterplatz besorgt. Ah, tu dir ja, da hast du recht. Es ist genauso wie früher auf der Severinstraße. Da möchte ich nicht als Dreck wieder singen. Ich bin ein Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ein Kölsche Jung und Dunjen lache. Willi, jetzt sei still, du allen Leierkasten. Da, hören Sie hin. Ich glaube, das Spielchen fängt an. Lefasse Lovensjäcke, jetzt hebe mir zu Jas Holger Brumm, der Zugleiter. Kirsch. Holger Kirsch. Ja, also, gut. Ich wusste, wo er und jetzt mit Steinobs. Ja, lieber Holger, schön, dass du da bist. Sag, wie fühlt es dich dann so kurz vor dem Zug? Ob was können wir uns freuen? Ja, schwer aufgeregt bin ich. Aber wir sind schlimm lustig dies Jahr. Na, sage denn da boven, wenn sie so richtig wo lang geht. Das wird der schönste Zug in meinem Leben. Ja, lieber Holger, sagt der Rosemondazug, der Kölner Rosemondazug ist mit 12.000 Menschen und 7,5 Kilometer Zugweg der größte Zug in Deutschland. Ach, was sind sie mir damit in der Vergangenheit ob den Nerven gegangen? Zu viel Glück. Wir sind zu lang. Der Prinz darf nicht im Dunkeln ankommen. Dies Jahr war ich wirklich leid. Ich habe ein bisschen ingekürzt. Jetzt sind wir der köteste Zug und wir haben der wenigste Glück mit. 32 Meter Zugweg, 177 Jäcke Puppeköp und 5 Bäder. Sag, hören Sie, Hänneschen? Mhm. Ich fink, es riecht jetzt streng. Ja. Mhm. Wart. Ich kriege eine Funkspruchin. Aha. Et Rathus, wir haben eine Sturmwarnung. Oh, ja, das reicht, et rüsch wirklich. Ja, Leifjecke, wir schalten direkt zum Rathus. Et wird spannend. Wow, Willi, hast du das gehört? Eine Sturmwarnung? Wo geht die denn her? Ich lief, das war ich. Aber das war doch bloß eine Teller Bunne und eine mit Äzelsupp. Ach nee, Willi, du allen bloß Engel. Das ist doch nicht wieder vorbei. Mach doch keine Sorge. Nach dem Bündche geht das Sündche. Ich händ die Wolke auch fortgefutzt. Frau Oberbürgermeisterin, Frau OB, Frau Reker. Ja, was ist denn los, Schneuzerkowski? Was sieht er dann so upgeregt? Hauptwachtmeister Schnolzerkowski, bitte. Ja, so viel Zeit muss sein. Also, Jod, passen Sie mal auf, wa? Der Wetterdienst hat uns informiert, dass sich über ganz Köln die Wolken verdichten. Ja, wir haben quasi eine Sturmwarnung gekriegt bekommen. Oh, was sagen Sie da? Eine Sturmwarnung? Oh nein, das geht nicht, Jod. Da müssen wir alles zumachen. Ja, hier fliegt uns sonst alles um die Ohren. Wir müssen den Zug absagen.
Ach was, nein, nein, nein. Am besten sagen wir alle Rosenmontagszüge für die nächsten Jahre ab. Dann kann ja nichts mehr passieren. Herr Karl Leisefluss, du Alkwengelfot, beruhig dich ins. So eine Sturmwarnung kriegen wir doch jedes Jahr. Du musst aufhören, die Lückbank zu machen. Du musst zuversichtlich und ohne Sorg sein. Was meinst du dann, warum das Sünds OB heißt? Das steht für ohne Besorgnis. Außerdem habe ich als erste Frau vom Hillie Kölle eine ganz besondere Dortner Buffe. Ich kläre das gerade. Hallo Trude, hören's. Ich wollte uns fragen, was dann der Buffe los ist. Wir haben bald Angst, der Zug könnt nicht jung. Ach so, ja. Ne, ist klar. Ja, jo, da weiß ich Bescheid. So, da haben wir es. Das war nur das Tiefdruckgebiet Willi. Ach, der Willi. Ja, das war flüsch alt. Sagt dem Zugleiter, er hättet okay von der OB. Der Zug kann jön. Jawohl. Ja. Das ist gut, ja. Faste Lovensjäcke he ob der Strauß an der Fringsports und zu Huss in den Wohnzimmern für der Flimmerkiss. Herzlich willkommen zur Eröffnung des Kölner Rosenmontagszuges 2021. Nur zusammen sind wir Faste Lovend. So lautet unser diesjähriges Sessionsmotto. Karneval bedeutet Gemeinschaft und Zusammenhalt, auch in schwierigen Zeiten. Bei uns wird keiner vergessen oder ausgelade. Zusammen, das bedeutet vereint zu sein. Im Jode, aber auch im Schlechte. Kommen die Richtige zusammen, dann fühlt sich Jod an. Sind aber die Falschen zusammen, dann wedet fies. Der Kölner Rosenmontagszug 2021 spielt genau mit diesen Gefühlen. Ausgelöst von Ereignissen, die uns zusammen im vergangenen Jahr bewächern. Lev, Jecke, beführt jetzt glich los jetzt, han ich noch eine Wunsch. Passt all, ob ich ob, blieft gesund, geht sorgsam miteinander um und feiert ihn. Feiert den Kölner Rosenmontagzug 2021. Und jetzt ist es endlich so weg. Zählen wir zusammen den Countdown herunter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lev Jecke, der Kölner Rosenmontagszug 2021 ist eröffnet. Thank you.
herzlich willkommen zum Rosenmontagszug unter dem Motto Nur zusammen sind wir fast gelaufen. Ah, ich habe Gänsehaut, ja. Monika. Achso, stimmt, Monika. Ich habe mich gerade erschrocken. Vicky? Wieso? Bist du es? Nein. Nee, ich habe doch Haare. Nein, du siehst auch besser aus. Dieses eine Jahr hat dir sehr gut getan. Ich hatte Gänsehaut gerade. Ein wunderbarer Tag für mich, der schönste Tag des Jahres, Rosenmontag. Und wenn Sie jetzt glauben, liebe Zuschauer, die ganze Welt feiert keinen Karneval, doch. In Deutschland gibt es ein kleines Städtchen am Rhein. Da findet natürlich ein Rosenmontagszug statt und das ist Kölle. Freuen Sie sich unter anderem auf großartig gestaltete Motivwagen. Sie zeigen lokale Themen aus Köln und greifen nationale und internationale Themen auf. Ja, die Narren halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Und ja, ein bisschen Corona jedet auch. Deshalb haben wir auch eine Trennscheibe zwischen uns, aber das bedeutet auch eine deutlich größere Kommentatorenkabine. Für sowas würde man in der Kölner Innenstadt normalerweise so 800 warm bezahlen. Aber wir beide sind natürlich getestet. Ich mittlerweile doppelt heute sogar. Bist du einmal durchgefallen? Nein. Bin ich aber weg, du. Nein, aber ich habe den Eindruck, ich könnte das Stäbchen direkt in der Nase lassen, wie bei so einem Ölstab früher, dass man direkt weiß, aha, alles okay. Bei mir war alles normal. Ja, negativ, ne? Ja. Genau. Wir beide sind natürlich positiv und freuen uns. Ach, jetzt kann es losgehen, oder? Ich nur zusammen dabei. Sind wir zwei fast erlaubt. Oh, lieber Jott, was ist das kalt? Ach, Evercat, Rosenmontag ist es doch immer kalt. Oh, stimmt. Herr Wurm, da hast du eine schöne, hieße Lambada. Ja, wie Lambada? Du meinst Lumumba oder willst du tanzen? Nee, Tönnes, du kannst eine Schabau haben, das wärmt auch. Ja, ja. Oh, hey, für mich auch eine, ne? Ja, und für mich auch. Cher, willst du rein? Ja, sicher, dat. Wann der in uns ist, wa? Hey, Kübi, was ist? Machen wir ein Wett? Was dann für ihn, der am Ende die meiste Kamelle gefangen hat, der hat gewonnen. Oh ja, da bin ich dabei. Oh, super. Mannes, willst du auch mit? Wat? Nee, ich kann nichts mehr mitmachen, Junge. Ich muss mich abstellen, Jan. Ja. Also quasi parat machen. Ja. Ja, ich Jan ja mit dem Zug. So, oh. Jank doch, du alle Spritznickel. Ja, bin halt irgendwas. Bis Mannes. Später. Sonderhinger. Dann gehe ich dann bald endlich Schloss. Nick. Und um jetzt, alte Fürst, wie? Ach, Nikolös, jetzt kann nicht mehr lang dure. Weg mit! Das ist auch gut! Das ist auch gut! Ja! 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 Oh, hey. Ja, aber was ist das denn jetzt? Ja! Ja! Oh. Oh. Grüße aus Augsburg, kann man sagen, ne? Oder? Von was haben wir Augsburger als Kinder darüber gelacht? Ja, bei mir ist noch gar nicht so lange her, oder? Naja, doch. Was? Jim Knopf und Lukas, der Lokomotive und die Original-Emma. Großartig, Leihgabe, wie gesagt, von der Augsburger Puppenkiste. Es geht los. Das sind die Funkentöter. Es wird ja gemunkelt, dass sie in ihrer Freizeit gerne nicht nur Brände, sondern auch Durst löschen. Sind jedenfalls Mitglieder der Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr. Geben hier so das Tempo vor. Also das wird die vorgeben, da müssen die anderen sich ein bisschen dran halten. Aber es klappt irgendwie trotzdem nie ohne Loch. Bin gespannt, ob es dieses Jahr ohne Loch klappt. 100%. Bis jetzt hätte noch keine Kölsch geschnallt, dass wir eigentlich Einzelmenschen sind. Ja, bis jetzt denken noch all, wir wären die sieben Zwerge. Oh, Lot, da kommt der Zugleiter. Oh. Der ist Architekt. Die brauchen immer Glück und zahlen ja. Oh. Das haben sie uns bei Tönnies auch gesagt. Da hast du recht. Holjo! Holjo! Auf der Baustelle können wir sechs Jod klappen und schnappen. Hebeln und kniebeln. Tupfen und
rupfen, spülen und wühlen, schwenken und senken, mucken und rucken, mischen und wischen, schniegeln und biegeln, hacken und backen. Mit geistigem Beistand, hast du gerade gesehen, einen, ne? Ich habe das Redo gesehen, den hast du aber nicht gemeint. Das, ne? Ich meinte doch die Nonne, die gerade vom Outfit ähnlich, da hast du natürlich recht gerade. Ach, die ersten Hebefiguren gerade von den Hüppemützier, die natürlich auch hier im Rosemondastuch mit dabei sind. Und der Wagen ist wirklich sehr schön gelungen, weil man sieht jetzt die ganzen Wappen der Vereine, die dem Festkomitee Kölner Karneval angeschlossen sind, in Form einer Narrenkappe. Zugleiter Holger Kirsch, der Architekt auch dieses Zuges mit dem... Ach, du lieben Gott! Ach, hier schon überall Konfetti. Wahnsinn, jetzt schon. Goldene Zeiten. Ja, Holger, mach dich auf der Weg mit einem brandneuen Wagen sehr luftig. Ja. Gute Sicht von allen Seiten. Er hat sich einiges vorgenommen heute wieder. Bin mal gespannt, was er an Wurfmaterial dabei hat, der Herr Kirsch. Und hier sehen wir die Wappen der Gesellschaften. Sie konnten ja jetzt nicht alle mitnehmen. So viel Platz hatte man ja nicht, ne? Aber er wirft wenig heute, der Holger. Ja, das ist einer von denen, die jetzt winken und wirken. Oh, ach, ja, Gott sei Dank ist das Fenster heute auf. Kommt ein bisschen frische Luft rein und jetzt zu Würfe. Ah, guck mal hier. Das ist gut, da haben wir jetzt zu essen auch, ne? Ich habe Marzipan, das mache ich nicht. Wir können tauschen. Können wir tauschen, bitte. Ach, da kommen sie, die blaue Funke. Traditionell an der Spitze des Kölner Rosenmontagszuges. Deine großen Abordnung, Funken zu Fuß. Haben sich abgespalten damals von den Rode Funke. Und da ist das Tanzpaar. Mit Tanzmariechen Marie Steffens. Und dem Tanzoffizier Dennis Sander. Man sagt ja immer, die haben mehr Teilnehmer als der komplette Fädelzug in Köln-Mauenheim. Über 400 Personen gehen wieder mit. Boah, was für ein Wurf! Hat sich reingeschmuggelt. Hey, da fliegt er durch die Luft. Anmutig, federleicht. Ach, das erste Pad, das wir sehen 2021 hier beim Rosenmontagszug in Kölle. Acatenango. Starts. Ja, ein herrliches Tier. Und da kommt auch schon der erste Ware. Die blauen Funken haben ja die Position des Generalapothekers. Das heißt aber nicht, dass es heute Kamelle auf Rezept gibt, aber viel auf jeden Fall. Ach, Hanne Strüßje. Sehr schön. Herzlichen Dank. Vor 150 Jahren sind die blauen Funken noch heimlich mitgegangen. Das ist ein bisschen so, als wäre man als Lehrer bei einer Fridays for Future Demo mit dabei. Björn. Kamelle. Björn Griesemann, der Präsident. Wir winken gerade mal. Björn, kräftig. Um Gottes Willen. Monika hat schon die erste Platzwunde. Ne? Das bringt ja was, wenn man den jemanden kennt. Des Präsidenten kennen. Björn, Madet Jo, danke für die schöne Session. Sollen wir beide mal ausrufen? Jo. Ob die blaue Funke, drehen wir von Hetze. Kölle. Allah. Kölle. Allah. Kölle. Norrens. Ah. Oh. Jetzt werdet schon ein bisschen traurig. Jetzt werdet ein klein bisschen traurig. Naja, nur. Ein trauriger Lappeklauen. Der Kölsche Jeck in Gefangenschaft. Coronavirus hat auch der Kölsche Jeck ausgebremst. Da können wir lesen. Nur zusammen gucken wir mal hier raus. Aber ich meine, mit so einer schweren Eisenkugel am Fuß, wie man sie eben gesehen hat, kannst du nicht tanzen, nicht schunkeln und nicht hüpfen. Ja, der Fastelovend kommt natürlich an seine Grenzen, denn bei einer Zoom-Schalte kannst du eben wie Fastelovend keinem die Krawatte abschneiden. Das ist schwierig. Aber mit Zusammenhalt und Fantasie kommen wir da raus durch die schwere Zeit. Gut, genügend Impfstoff wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also bis wir alle geimpft werden oder sind, wird es wahrscheinlich 2035. Aber wir hoffen ja, nächstes Jahr wieder ganz normal Fastelovend vieren zu können. Edjed Wigger. Das nächste Thema lautet
Nur zusammen sind wir Hotspotter. Ja. Ichkel trifft Mallorca, im Winter Après-Ski, im Sommer am Strand. Hauptsache dicht gedrängt und Party, Party, Party. Sowas liebt das Virus. Ob in Ichkel oder Malle, die Bekloppten feiern alle. Weil Deppen denken sie und er, als Superspreader bist du wer. Vermeiden Sie in diesen Zeiten Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, also Skipisten, Spielplätze oder das Schlafzimmer des Bachelors. Deswegen dürfen auch alle nur zu Hause feiern. Und bedauerlicherweise könnte man den Wagen aufstocken, rodeln im Sauerland, Hochzeiten mit Kind und Kegel und Treffen mit allem Mann auf der Kegelbahn. Ja. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ach, Evertotchen, du hast mich doch. Was soll ich denn mit so einem verdurchten Etappenhas? Nee, da will ich lieber so eine schöne Tanzoffizier oder besser noch, eine Jungen, der eine Bagage waren. Der hat dann immer noch ein Pralinchen für mich vor. Oh, ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ui, was war das denn? Das war eine Distanz, Marieche. Hallo, hier, hallo. Hier. Moment, Regie, da ist ein Fehler, ja. Das ist ein roter Funk. Wir sind aber erst bei den Altstädtern. Lass uns mal gucken. Wo sind Sie denn? Das wird doch nicht wieder der Karl-Heinz doch, sein. Karl-Heinz Stenzelrad. Ah, nee. 100% ist er. Doch, guck mal. Ja. Wie jedes Jahr findet der seine Gruppe nicht. Ach, die Altstädter. Vor knapp 100 Jahren gegründet aus einem Kegelclub hinaus. Sie tragen die kurkölnischen Farben. Eins der neuen Traditionskurs. Und die stellen auch, und da sind sie sehr stolz drauf, in diesem Jahr eine 3 stehen in Köln. Und der Präsident dieser Gesellschaft hat auch einen Namen. Besser könnte man ihn eigentlich nicht ausdenken. Genau. Hans Kölschbach. Ich glaube, das ist schon ein Künstlername, oder? Vorsichtig, Hans. Besser als, weiß ich nicht, Altfluss oder so. Oi! Hier, komm. Danke schön. Sind Sie Windschatten? Kamelle! Ach, auf den Wagen freue ich mich. Ich auch. Nur zusammen sind wir Hamsterkäufer. Das sieht doch schön aus, ne? Oder? Mhm. Ich meine, vor dem ersten Lockdown im März 2020 waren bereits die Regale im Supermarkt leer geräumt. In Köln machte ja die Spezies Coloniensis Hamsterinus Furore. Hier ein früher Schnappschuss. Wobei ich dir sage, so viele Kölsche haben Klopapier gehamstert, da werden einige nächstes Jahr als Mumie gehen im Fasselhof, da bin ich mir sicher. Dabei ist es wie hier, Gertrud Schmitz, die kenne ich aus dem Severinsviertel, die hat gesagt, Hamsterkäufe sind nur echt, wenn man Hamster kauft. Das ist normal. Ach so, ja. Was wirklich die Ironie des Schicksals ist, in Paris, in Frankreich haben die Leute Kondome gehortet und gekauft und in Köln meldet das größte Bordell Europas Insolvenz an. Tja, das ist der Unterschied. Übrigens hat jemand bei eBay Klopapier für 50 Euro verkauft, da bekommt der Begriff Blattgold eine neue Bedeutung. Ja. Und da redet schon Wicker, es geht heute wieder Schlag auf Schlag. Lassen Sie mich durch, ich bin Virologe. Klar. Gut zusammen sind wir Influenza. Nicht Influencer, sondern Influenza. Und das ist das Dreigestirn der Virologen. Wir sehen Herrn Lauterbach, Herrn Drosten und Herrn Streeck. Und Karl Wilhelm Lauterbach ist der Talkshow-König. Übers Jahr verteilt 30 Auftritte. Ja, Moment, der hat bei Lanz ja gewohnt. Der ist da eingezogen. Ja. Es gibt übrigens das Gerücht, dass Karl Lauterbach heute Abend bei Karneval in Köln mit dabei sein soll, bei der Fernsehsitzung. Ist es wahr? Ja. Was mich gewundert hat, dass der Lauterbach keine Fliege mehr trägt. Das hat er aber erklärt. Ja, aber Superman trennt sich auch nicht einfach von seiner roten Unterhose, weißt du? Das klingt nach, Monika? Reier Husa! Was für ein schöner Marsch! Kamelle! Kamelle! Hey! Ach, der treue Husa ist da. Vorn wieder ein gut gelauntes Pferd. Kommt mir bekannt vor. Ja.
War auch länger nicht beim Friseur. Man sieht's am Pony. Lockdown, ganz klar. Der Treuhusar. Eine große Gesellschaft. 500 Mitglieder. Man spricht auch von der Husarenfamilie. Du sitzt doch einer um Jesburg. Ja. Ein treuer Husar, der liebt sein Geld ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe. Achso, Entschuldigung. Kein Ende mehr. Oh, nimm Haltung an. Nimm Haltung an. Diese Hymne kennen die Fußballfreunde. Der FC-Fan ist am Schlaufen. Und aus dem Fernseher kommen die Geisterspiele. Nur zusammen sind wir Fußball. Heute haben wir Geisterspiele. Früher hatten wir in Köln ja noch Geist-Bock-Spiele. Ja. Wobei, beim FC Schalke 04 passt das alles zusammen. Da kann man sich bei den Geisterspielen auch noch richtig gruseln. Ja, also bist du Fußballfan? Geisterspiele haben wir in Köln eigentlich. Vielleicht gibt, es gibt keinen Geist, es gibt vielleicht das Abstiegsgespenst, aber damit werden wir nichts zu tun haben. Entschuldige bitte, Derby gewonnen. Darf ich noch mal darauf hinweisen? Borussia Mönchengladbach. Ja, wobei da durch. Ein wichtiger Spieler nicht mehr dabei ist. Vor zwei Wochen konnte man noch singen: Wer gibt dem Virus voll den Rest? Anthony Modest. Das ist jetzt leider vorbei. Hennes, Hennes, guck da. Guck da. Du Stadionwurst auf vier Beinen. Nee. Ja, genau. Geisterspiele sind echt Riss, ne? Nee. So ein Spiel vom FC mit leeren Rängen, das ist fast wie Rosenmontag ohne Zuschauer. Nee. Ja, außer, dass du beim Rosenmontagszug noch was Schönes zum Gucken hast. Nee. Nee. Ach, komm, 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 was ist los mit dir? Nee. Ich denke, 80% von euch und ich auch, wir krauen auch ab und zu mal am Hennes. Nee. Aber weißt du, was dem FC fehlt, was der Rosenmontagszug hat? Nee. Ein Prinz. So wie ich, Prinz Poldi. Nee. Ich glaube, ich melde mich noch mal an beim FC. Nee. Was? Wie? Zu alt? Ich bin höchstens zu Kölsch. Nee. Ja, dann werde ich halt Präsident. Und als erstes gibt es im Stadion keine Wurst mehr, nur noch Döner. Nee, 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 nee. Ja. Ah, wo du gerade Wurst sagst. Guck mal da, du Felldöner. Nee. Nee. Ah. Der Traktor ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ui. Dafür ist es ein sehr aktueller Wagen. Wie kommen wir jetzt von Fußball auf Tennis? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, da steht drauf, nur zusammen mache sie sich satt. Man sieht den Tönnies und den Spargelschäl. Ja. Fleischfabriken und Spargelfeld wurden jetzt zu Hotspots, weil sich die Arbeiter in den Massenunterkünften gegenseitig mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das ist denen, die damit Geld machen, aber herzlich egal. Sie machen sich der Geldsack voll und die Menschen sind ihnen egal. Übrigens, auch jenseits von Corona sind die Bedingungen gerade in diesen Massenunterkünften, glaube ich, unter, um im Bild zu bleiben, unter aller Sau. Ja, es soll besser werden. Übrigens ist dieser Wagen getreu dem Motto von Tönnies, von einem Subunternehmer eines Subunternehmers eines Subunternehmers von Rollo Jochmann gebaut worden. Ah, oh, es wird Orange in Kölle und das heißt, das nächste Traditionskorps ist auf dem Weg zu uns, die Nippeser Bürgerwehr. Fünf Gardisten, ein Festwagen, ein Pet. Ach, oh, das ist herrlich. Ach, Lorenz, ich habe einen Apfelsin gefangen. Da musst du immer aufpassen, das sind Wurfgeschosse. Sie versorgen ja den Rosenmontagszug und auch Dienstags, den Nippeser Zug, mit Vitaminen. Bedankt. Aufgepasst. Den Präsident kennen wir natürlich auch, und er kommt gleich erst zu uns. War ein herrlicher Prinz vor ein paar Jahren, Michael Gerold, Inhaber einer Veranstaltungsagentur. Das sind die Quollen Apfelsinen. Ich habe eine. Hesse, Hesse-Kreie? Ja, ja, hey. Und da kommt der vorhin schon angesprochene Präsident. Ein junger Präsident, Michael Gerold. Michael, hier hin. Michael. Hier. Ach, ein junger Mann, man sieht, er hat ganz frische, junge Orangenhaut. Ach, Kamelle. Hey. Schmieß mit Beizer Ärmel. Wahnsinn, was hier wieder geworfen wird.
Da oben sind diese herrlichen Orangen, ne? Mhm, toll. Was ist das denn für ein besonderes Pferd? Kann das was, wäre die Frage. Das Reservepferd, der... Oh. Oh. Ja, das müssen die. Ah. Oh. Ich bin ein kleiner Mann. Einer meiner Lieblingswagen in diesem Jahr, das darf ich schon mal vorausschicken. Es war ein sehr kluges und politisch gebildetes Pferd. Leitet über zur AfD, die keine politische Scheiße auslässt. Wir haben zwei Haufen, haben wir gerade gesehen. Ja. Nur mal kurz, man sieht einmal Pegida, einmal die Querdenkerbewegung. Das ist übrigens, liebe Kinder, nicht die Biene Maya, das ist ein Drissfleisch. Und ich hätte gerne auch eine Fliegenklatsche dabei. Sagen wir so, es gibt kein Geruchsfernsehen, aber es riecht gerade ein wenig nach dem Sakko von Alexander Gauland. Auf jeden Fall kann man sagen, gestern Pegida, heute Querdenker und morgen, wir wissen es nicht, aber folge dem Geruch, wenn es stinkt, ist was schlecht geworden. Ja, die Kacke war am Dampfen, shit happens. Und hier kündigen sich die Preisträger der Scholl und Fädelstisch an. Es handelt sich um die Gruppe Fidele Jean-Claude Oster Christostrauß. Üblicherweise dürfen ja einige Gruppen aus dem Scholl und Fädelstisch im Rosenmontagszug mitgehen. Leider ist ja der Scholl und Fädelstisch dieses Jahr ausgefallen. Deshalb können die schönen und originellen Kostüme nicht gezeigt werden. Sie sind sicherlich drunter. Ja. Aber ganz so wie es Christo und Jean-Claude gemacht hätten, dabei sein ist alles. Dabei wären die bestimmt sehr schön gewesen. At Yate Vigor, Rosenmontagszug 2021, nur zusammen sind wir fast erlaubend. Und hier sehen wir geistiger Dündris. Wir sehen hier Attila Hildmann und auch Xavier Naidoo. Sind keine Denker, dafür aber nicht ganz dicht. Ja, eher Denker und Querdenker. Ich meine, meine Meinung, Querdenker an sich ist ja sowieso schon schön schräg. Aber was die zwei von sich geben an Verschwörungstheorien und auch braune Soße, hier sehen wir, mir wird das ein bisschen schlecht. Das schlägt aber wirklich dem Ganzen den Aluhut aus. Was ist da denn los? Die Lücke an Spaß? Ach ja, ich habe also wirklich, ich dachte, dieses Jahr würden wir das nicht erleben, aber es gibt anscheinend keinen Rosenmontagszug ohne Loch im Zug. Ja. Und irgendwie sind die roten Funken immer drin verwickelt. Den Zuschauern ist es natürlich egal. Es gibt immer Zeit für ein bisschen zu tanzen und zu singen und noch ein bisschen die Kamelle zu ordnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen das berühmte Kölner Loch. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel, aber die Stimmung ist super. Aber bringst du ihn auch am Zug weg? Oder sind das nicht die echten, Guido? Was doch, meinst doch, du? Doch, die haben wir heute frei. Wir haben gestern Opiot. Oh, geht Wigger. Die rote Funke, die kölsche Funke. Rot-Wies von 1823. Üblicherweise zieht dieses Traditionschor an Rosenmontag mit rund 300 aktiven Mitgliedern durch die Stadt. Heute hatte nur 5 Zeit, doch für Hanse ein Kamel dabei. Ja. Es ist jetzt nicht klar, wo es herkommt. Möglicherweise hat dieser verirrte Funk, der Stenzelrat Karl-Heinz, das irgendwo entführt. Es könnte ja sein. Ihm ist alles zuzutrauen in dem Zustand. Die roten Funken sind ja bekannt für sowas. Im Rosenmontagszug 48 ist einer auf einem Elefant geritten. Ist kein Witz. Nicht so. Ja, da war ich noch nicht ganz auf der Welt, aber ich auch kann mich fast Vorsicht. Noch dran erinnern. Die Nachfahren der Kölner Stadtsoldaten. Sozial übrigens auch sehr engagiert mit ihrer Kötterbüchs-Aktion.
Sie haben übrigens einen Toilettenwagen mit dabei. Das finde ich immer schön. Das Kaschöttsche ist der einzige Toilettenwagen im Kölner Zug. Selten frei. Ach, liebe Trude, ist das clever nicht süß? Das macht ja Sinn, aber ich habe Diabetes. Oh, das ist die Woche doch eher. Und da hast du auch wieder recht. Aber weißt du, was ich wirklich vermisse? Was denn, Trude? Die ganze Kölsche Chor. Ich kann einfach keine Hafenmusik mehr hören. Ich brauch ein dicker Trumm, ein Quetsch, ein Flitsch und ein Büt. Was das dann? Ein Trumm, ein Quetsch, ein Büt und okay, Flieber Tüt. Ich brauch einfach mein Kölsche Leder. Ja, ja, die Kölsche Leder. Das ist sie jetzt morgens. Aber ich habe doch auch ein ganz bekanntes Liedchen gesungen. Das kennst du bestimmt. Ich bin eine Kölsche. Lili, hör auf. Ich kriege ja Hämorrhoiden in der Uhren. Du bist ja der Hunger. Hoch, da könnte der Lieferant von Petrus angefahren. Ach, die Kammerkätzchen und Kammerdiener. Aushängeschild der alten Kölner Karnevalsgesellschaft Schnüsse trinken. Und da ist er, Christoph Kuckelkorn, der Festkomiteepräsident. Kamelle! Und er ist ja von Beruf Bestatter. Und ja, es sieht so aus, als hätte er sich Arbeit mitgebracht. Obwohl, ne, ich glaube, das ist Scully, das Skelett aus dem Hennessy-Theater. Ist sehr, sehr klug. Sein Lebensmotto, es gibt ein Leben vor dem Tod. Wobei Christoph Kuckelkorn sehr erfolgreich ist in seinem Beruf, aber er hat keine Stammkunden. Das ist mir aufgefallen. Er lebt ja nach dem Motto, wer anderen eine Grube gräbt, macht auch nur seinen Job. Und das ist ein sehr politischer Wagen, der uns beiden aber gut gefällt. Steht unter dem Motto, nur zusammen sind wir die Europäische Union. Nur zusammen sind wir Menschen. Schluss mit lustig, in Griechenland und auf dem Balkan brennen die Flüchtlingslager. Und was machen die Europäer? Nix. Gucken noch nicht mal hin. Drehen sich wohlgenährt zur Seite. Wer nicht in einem Boot ertrunken ist, den lassen wir hier im Dreck verrecken. Eine Schande. Und niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen haben immer, immer wieder auf diese unhaltbaren Zustände hingewiesen. Gerade Moria, muss ich mir vorstellen, bietet Platz für 3000 Menschen und zuletzt hausten in dem Camp fast 13.000. Unglaublich. Aber auch dafür, für so ein Thema, ist Platz im diesjährigen Rosenmontagszug. Kompliment an unseren Zugleiter und an das Kommando Kritzelköpp. Das ist Dennis aus Hürth. Ach, das Beherbergungsverbot. Das sagt mir, wir behandeln jetzt das Thema Weihnachten. Nur zusammen, Hanmor. Hillisch Orwend. Ja. Ja, in Bethlehem hatten Maria und Josef Beherbergungsverbot. Und auch den 2020. Jesusgeburtstag konnten wir nicht richtig zusammen feiern. Die große Frage ist, Beherbergungsverbot heißt ja, man darf, touristische Übernachtungen sind nicht erlaubt. Und jetzt ist die Frage, ist eine Geburt eine touristische Angelegenheit? Offenbar ja, weil Josef und die hochschwangere Maria konnten noch nicht einmal im Stall einchecken. Vielleicht waren sie auch nur im falschen Bundesland. Bei dem Wirrwarr weiß man ja nicht, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Auf jeden Fall konnten sie nicht rein. Weihnachten war bei uns auch anders. Alles stand mit Abstand, auch die Krippe. Bei uns sah es so ein bisschen aus wie beim Schwedenschach. Weißt du, alles war weit auseinander. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, wenn die heiligen drei Könige unter Corona-Bedingungen vorbeigekommen wären, hätten die nicht Weihrauch, Myrrhe und Gold mitgebracht, sondern Impfstoff, Desinfektionsspray und FFP2-Masken. Wir schalten nun um in eine andere Hochburg des rheinischen Karnevals. Hallo Düsseldorf! Hallo Düsseldorf! Hast du Hochburg gesagt? Ja.
Die Stimmung ist wie immer in der Landeshauptstadt. Diverse Altbierlokale haben geschlossen. Da sieht man die Kö, also mit H geschrieben. Hatte ich mir anders vorgestellt. Kommen wir zurück nach Köln zum Rosenmontagszug 2021. Und hier ist ein bisschen mehr Stimmung als in Düsseldorf. Wie geht's weiter? Hallo. Schon wieder? Und die Schwede bekloppt. Das ist doch schon wieder dieser Stenzelrats Karl-Heinz. Man erkennt ihn sehr leicht, weil das nächste Traditionschor hier aus Kölle trägt Blau-Gold. Die Bürgergarde Blau-Gold von 1904. Da kommt Fury, diesmal unterwegs mit der Bürgergarde Blau-Gold. Aber das Highlight kommt ja jetzt gleich. Der Präsident. Ich glaube, da ist er im Anmarsch. Jawohl, Markus Walport. Kaum wiederzuerkennen. Markus! Kamelle! Gib alles! Ganz oben auf dem Wagen mit den Vorstandskollegen und Freunden. Udo Koschalek, der Vizepräsident und Literat. Da hinten sind wir noch mit der Kamelle. Ja, Kamelle! 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 Jawohl, Kamelle! Hier kommt die Maus. 50 Jahre Sendung mit der Maus. Und in der ersten Sendung 1971, da ging es darum, wie ein Brötchen entsteht. Ja, und die Sendung ist ganz wichtig für junge Menschen. Hätte Boris Becker besser zugeschaut, hätte er wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen Brutto und Netto verstanden. Das ist übrigens der Unterschied zwischen dem WDR und RTL 2. Als Zuschauer bekommst du bei RTL 2 erst nach 23 Uhr Rüssel zu sehen. Verdammte Dressler, das war die 10. Packung. Oh, schnell. Mach doch nix draus. Ich hab morgen bestimmt auch Bobbing. Ja, ja, ja. Das klingt komisch. Ist aber so. Verstehst? Ja, ja, ist klar. Du hast gut, Schwade. Das darf ja mal nicht wahr. Du bist... Lässt du es los? Ketsche. Finger vor, das ist mein Packung. Ach, nix da, du klein Krawallmann. Der hat mir Zeuge kniep. Da träumst du von. Du kannst die Hannebüsse doch sowieso nicht töten. Die Hannebüsse, Beef würde man heute sagen. So ein bisschen wie im Sommerhaus der Stars. Das am Zugweg, um Gottes Wille. Die nächste Persiflage rollt auf uns zu. Nur zusammen sind wir Ökolonia. Die ganze Stadt wird begrünt, einschließlich der Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Es fährt doch nur noch mit dem Fahrrad, wie wir alle bald. Alles Umweltzone, kommst du nur noch mit zwei Rädern vorwärts. Und aus Köln wird Ökolonia. Das Motto ist heute klar, Rosen Monday for Future. Man sagt ja auch Henriette Thunberg oder Greta Reker zu ihr. Ich gehe davon aus, dass das Richterfenster im Kölner Dom spätestens 2040 durch Solarzellen ersetzt wird. Ich glaube, Hans-Werner zu Wigger geht, Monika, werden wir in 10 Jahren hier keine Kamelle mehr schmieße, sondern Haferflocken und Bio-Riegel. Ja, ich habe ja schon hier diese Orange gekriegt. Dazu, ich weiß es nicht, von Hans Knipp, das Lied, mir schenken der Aale ein paar Blümchen. Zusammenhang erschließt sich mir nicht. Was sagt uns das, wenn wir dieses Lied hören? Da kommt das Reiterchor Jan von Wirth von 1925. Starze Kehls, Stivele bis an der Foot. Diese Frisuren liegen übrigens nicht am Lockdown, die sehen immer so aus. Normalerweise an Viva Fastelovend, jedet immer das Spiel an der Fringsports. Jan von Wirth, Reitergeneral, der hat mal übrigens tatsächlich mal in Köln, der hat hier gelebt. Das ist er nicht, mittlerweile hat er es auf dem Wagen geschafft. Karl-Heinz Stenzelrath, der Rode Funke. Und wendet direkt mit Jan und Griet an. Dirk und Jackie Kentner. Wir warten jetzt unter. Auf den Präsidenten und gleichzeitig Kommandanten, den ersten Vorsitzenden Frank Breuer und den Präsidenten Stefan Kühnapfel. Und im letzten Jahr hat Jan van Wert ein wunderbares Dreigestirn gestellt. Prinz Christian, Bauer Frank und Jungfrau Griet. Und die haben so viel Geld gesammelt, dass sie ihrem Verein und dem Kölschen Fasseler einen Wagen gespendet haben. Er müsste jetzt gleich kommen, der Wagen, von dem ich gerade gesprochen habe.
gebe ab an die Kollegin Salchert, die darüber sehr genau Bescheid weiß. Ja, von dem Geld, was Sie während der Session gesammelt haben, haben Sie einen barrierefreien Wagen für den Rosenmontagszug bauen lassen. Finanziell auch unterstützt vom Landschaftsverband Rheinland. Und der Wagen hat eine Rampe und eine behindertengerechte Toilette und kann Menschen mit körperlichen Einschränkungen es ihnen ermöglichen, dass sie auch den Rosenmontagszug erleben. Und die ersten Gäste auf dem Wagen sind der kleine Maulwurf, der ja nicht gut sieht, wenn er aus der Erde rauskommt. Und der Spemanis, bekannt aus dem Kölner Hennessy-Theater, der ja eine sehr feuchte Aussprache hat und stottert, ist auch ein bisschen verwachsen und hat eine Buckel. Monika! Das kann ich Ihnen sagen, was das für eine Ware ist. Nur zusammen sind wir nicht nur sauber, sondern rein. Es geht um die Aufklärung im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Und da hat die katholische Kirche und auch das Erzbistum Köln ihre ganz eigene Art, mit schwarzen Schafen umzugehen. Da passt der Spruch, sind die Neunein mit Perwölki gewaschen? Im Moment treten mehr Leute aus der katholischen Kirche aus als aus der SPD. Und das heißt was? Es liegt wahrscheinlich daran, Wölki wollte eigentlich sein Kündigungsschreiben einreichen, aber er hat dummerweise die Postleitzahl vom lieben Gott nicht parat. Bis Ende April sind alle Termine schon vergeben für Leute, die aus der Kirche austreten wollen. Und das ist übrigens eine ganz spezielle Kardinalwaschmaschine. Man sieht es an der Kopfbedeckung. Rotes Scheitelkäppchen bedeutet Kardinal. Thomas Küpper. Ich schwör, so jen, ins Weihbischof, dat wär ein prima Sach. Ich schwör, so jen, ins Weihbischof, doch von dröhn mich auf so manche Nacht. Ich schwör, so jen, ins Weihbischof, dat wär ein prima Sach. Ich schwör, so jen, ins Weihbischof, doch von dröhn mich all zu manche Nacht. Einer der zwei Polizisten hier am Zugweg. Herr Wachtmeister, Herr Wachtmeister! Hauptwachtmeister, bitte schön, ja, so viel Zeit muss sein. Oh, Herr Hauptwachtmeister, der Zugleiter will rüber machen. Was, rüber machen auf die Schäle Sick? Ich glaub mir aus der Affe. Nee, nicht schon wieder. Ach, das versucht er doch jedes Jahr. Nee, nix da. Nee, also der Zugleiter kann mir mal eine Puppe schmatzen. Jawohl, nix da. Zurück, sonst ist der ganze Zug verhaftet. Und was da hier? Man glaubt nicht. Was? Ein Tausendsasser. Zurück, hab ich gesagt. Ja, vorwärts, mal Tempo hier, ja? Darf ja wohl nicht wahr sein. Sie haben es gehört. Ja, den haben sie wohl mit einem Klammerbeutel gepudert, oder was? Also, ein Narrenstückchen, oh, bitte geht doch. Zugleiter Holger Kirsch mit seinem Traum hätte voriges Jahr probiert. Und er möchte ja den Rosenmontagszug über die Brücke, über irgendeine, auf die andere Rheinseite, ob die Schälsig. Guido, du kennst dich da aus. Was bedeutet überhaupt die Schälsig? Entschuldigung, ich bin ja gebürtiger Porzer und wir schauen von der richtigen Rheinseite eben auf den Dom drauf. Ja? Deswegen darf der Zug irgendwann auch mal, wenn ich groß bin, auf die richtige Rheinseite rüberkommen. Das sehen die Leute auf der anderen Rheinseite anders und sagen, doch, die sind doch nicht so jod, das ist doch Schäl. Das ist richtig. Also sehen nicht gut. Aber wir sind natürlich hier in Köln alle zusammen, im Gegensatz zu den USA. Nur zusammen sind sie united. Und da geht es darum, die armen Amis, früher united, heute gespalten. Donald Trump hat gewaltig die Axt angelegt und die amerikanische Gesellschaft zweigeteilt, bis am Ende sogar Blut floss.
Übrigens, die Figur dieser Freiheitsstatue ist sehr aufwendig aus Styropor geschnitzt. Über 80 Stunden hat in dem Falle Jörg Liebetrau aus dem Team der Wagenbauer dafür gebraucht. Als die letzte Falte akkurat lag, hat er ohne mit der Wimper zu zucken da der Tackeball angesetzt. Freiheitsstatue halb und halb. Bei uns in Köln redet er die Mettbrötchen halb und halb. Und die Kenner wissen, was jetzt kommt. Spinat. Ah, mit Ei. Die Ehrengarde der Stadt Köln. Und weil die Ehrengarde ein reines Reiterkorps ist, zählen sie mit, dürfen hier mehr als dieses eine Pferd, nämlich 5 Pferde mitlaufen. Ihr ungewöhnlicher Schlachtruf lautet Robididup. Stammt noch aus den Anfängen der Ehrengarde, als diese noch nicht ihren gewünschten Platz vor Bauer und Jungfrau hatte. Damals täuschten die Gardisten eine Panne vor und gliederten sich dann einfach ganz schlau in den laufenden Zug ein. Und so eroberten sie Robididup ihren Platz. Eine reine Herrengesellschaft, eine Frau jedet, ne? Das ist die Regimentstochter. Anna-Sophia Bayenburg. Hätte nicht geheiratet und heißt jetzt Sam? Ich glaube doch. Ich kenne mich in den familiären Verhältnissen nicht ganz so aus. Auf jeden Fall heißt der Tanzoffizier Nico Kohr. Joe Biden und Kamala Harris müssen jetzt die Schäden, die Donald Trump hinterlassen hat, beseitigen, auch im Weißen Haus. Blöd, dass man damals beim Einzug vergessen hat, von Trump 3 Monatsmieten Kaution zu verlangen. Ja, aber die tragen den amerikanischen Patienten. Ich glaube, da reicht auch nichts von Ratiopharm. Also die Krankenkasse, ob die das alles bezahlen wird, das bin ich unschlüssig. Ich war übrigens bei der Präsidentenwahl neutral. Ich habe Biden die Daumen gedrückt. Stop the zone. Stop! Er gibt nicht auf. Gott sei Dank. Er ist. Zusammen sind wir Dr. White House. Ich habe mich gewundert. Ach. Oh, am Zuganfang war ja der kölsche Clown noch mit der Corona-Kugel am Fuß gefangen. Die Kugel ist weg, ist schon ein bisschen fröhlicher, aber Corona ist noch da und deshalb kann er sich nicht mit anderen Jecke treffen. Ja, der ist natürlich traurig, der Jeck, ne? Der Kölsche kann ja gar nicht alleine Fastelovend feiern, man hakt sich gerne ein. Wir würden auch gerne schunkeln hier in der Kommentatorenbox, aber wir sind durch ein Schief getrennt. Ach, aber die Hoffnung ist groß, dass wir 2022 wieder zusammen feiern können. Einsamkeit ist nicht schön und deshalb das Lied von den Blackfoot. Einsamkeit ist so scheiße, wenn du nicht da bist. Da sagt sie jetzt. Am Ende war ich alleine und du warst tot. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Jahr ohne dich ausgehalten habe. Ah, für ein pompöses Finale vor dem Wagen des Prinzen sorgt traditionell die Prinzengarde. Wir nennen sie zärtlich die Mehlsäcke in Kölle. Die Kneipe dahinter, Mehlwurms Schenke, hat übrigens nichts damit zu tun. Das ist absolut korrekt. Die Prinzengarde fühlt sich in allen 86 Fädeln dieser Stadt pudelwohl. Und wenn sie mit ihren goldenen Helmen auftauchen, da haben die Pens und die Großen natürlich Spaß an der Freude. Natürlich begleitet die Prinzengarde das Kölner Dreigestirn bei all ihren Auftritten mit ihrer großen Equipe. Diese wird seit der letzten Session von Gary Bingener angeführt. Und sein Vorgänger Markus Heller ist zum Prinzenführer befördert worden. Dazu der Marsch der Prinzengarde. Ich höre Dino. Das kann nur Dino Massi sein. Auf jeden Fall, da ist er, der Präsident der Melsek. Und da oben sehen wir auf dem Wagen auch noch den Sitzungsleiter Markus Gottschalk. Und die haben wieder Tonnen von Wurfmaterial dabei. Ein Wahnsinn. Ein Karnevalist mit italienischen Wurzeln, aber kölschem Blut. Definitiv. Oh, Hennig, was ist denn dann auf einmal so dunkel? Ist es also so spät? Bärbelche, da brennt's Gitter immer am düsteren an. Ach, die Vorfreude ist groß.
Ach, da sind sie, die Tanzgruppe Hilje, Knechte und Mächte. Und was kommt jetzt? Der Höhepunkt des Rosenmontagszugs 2021 unter dem Motto Nur zusammen sind wir fast gelaufen. Monika steht auf. Ich versuche es auch. Da sind sie, Dreigestirn. Wir begrüßen Prinz Sven den Ersten, Bauer Gerion und Jungfrau Gardemi mit dreimal Kölle. Alaf! Kölle! Alaf! Drei stehen. Alaf! Die drei haben eine andere Session erlebt, aber trotzdem viel Freude gebracht. Oi, und geht natürlich. Im Gartregen. Bravo! Ach, schön, goldenes Konfetti. Haben trotz dieser Corona-Regeln vor Altenheimen Auftritte gehabt. Sehr sympathisches Dreigestirn, die im nächsten Jahr nochmal dran dürfen. Da. Lorenz! Da sind wir doch. Das Ende des diesjährigen Rosenmontagszugs bedeutet ja, wie wird das Motto nächstes Jahr lauten? Das ist die Frage. Hast du eine Idee? Ne. Oh, das ist schwer. Ich gebe da keine Tipps mehr ab. Ich bin auch gespannt. Es wird immer sehr feierlich gemacht. Kirsch wird es uns verraten. Ja. Lev Fastelovensjecke, in diesem Jahr waren wir jetzt stiller. Aber es war richtig so. An das Hetz ist es uns gegangen. Im nächsten Jahr, da hoffen wir, dass wir wieder all zusammen singe, tanze und schunkele können. Oh ja. Freud und Leid, lache und krieche, leis oder mit der dicke Trumm. Gestern in Prunksitzung, morgen der Fädelzug. Dis Woch fastelovend und an Aschermittwoch ist alles am Eng. Lev Jecke, freuen wir uns auf den Kölner Karneval in der Session 2022. Unter dem Motto, alles het singt zick. Rufen wir uns, ob uns Vaterstadt Colonia, ob das neue Sessionsmotto, dreimal von Hetze, Kölle. Festkomitee. Kölle. Soll ich dir was verraten? Nächstes Jahr feiere ich 30-jähriges Bühnenjubiläum. Hör mal, alles herzingzig. Ja. Schönes Motto. Hallo. Was kommt denn jetzt noch? Das Flievertüt. Robby Tobby und das Flievertüt. Sieht so ein bisschen aus wie du. Ja, habe ich auch meiner Kinder geguckt. Weißt du, was das Flievertüt machen könnte? Das könnte unseren Kardinal mit nach ganz oben nehmen. Ab in die Wölkis. Weißt du? Bin ich für. Alles herzingzig, geh du. Unsere ist jetzt um. Leider auch. Ich darf Danke sagen. Es hat riesig Spaß gemacht mit dir, Monika. Und mir auch. Ja. Ja, Tag zusammen. Ich bin es, Manni, et Gärmännchen. Der Donald Trump sagt immer, I don't care. Aber wie care schon? Und zwar für euch. Ja, 350 Kubikmeter Müll. Allein 50 Tonnen Kamelle. Nee, das schmeißen wir nicht weg. Das kriegen die Zahnärzte zur Kundenbindung. Ja, das ist Abfallbeseitigung mit Hetz. Bei uns geht nichts verloren. We recycle auch for you. Denn Orange trägt nur... Die Bella Fuhr. Ja, so ist es. Tschö, wie geht's jetzt? Mami. Mami. Tschö. Bitte. Sind die rot davon? Ja, komm. Ja, ich nehme dich mit. Kamelle! Wow. Was war das schön? Ah, schön, Bärbelchen. Das war der schönste Zug in meinem Leben. Ach, und ich, die Schiot, hättet ihr dann zu der richtig Freude zu haben, ein bisschen jetzt zu lachen. Und das ist so wichtig in der Zick. Und eine Stoche haben wir uns auch. Aber nicht mit Covid-Nügen gesehen, sondern mit Jack 21. Genau. Es geht uns gut. Wir sind gesund. Und jetzt passen wir alle ein bisschen aufeinander auf. Und nächstes Jahr stehen wir wieder alle zusammen auf der Straße und feiern Drehe stehen und Rosenmontag. Denn alles hat singt zick. Und eins nach ganz zum Schluss. Ja, war doch gut. Die Kölsch und ihr Festkomitee, die fingen immer ne Weg. Kölle! Ah!
Wie zauberhaft, oder? Sensationell, das war er. Der ausgefallenste Zug der Rosenmontagszug 2021. Jetzt müssen wir erstmal die Stadt wieder sauber kriegen. Ganz genau. Herzlichen Dank auch an unsere Kommentatoren, an Monika Seichert und an Guido Kanz. Also uns hat Spaß gemacht. Ja, was für eine Zug für die Ewigkeit. Ah. Auf dass wir nächstes Jahr wieder alle zusammen an der Straße stehen und feiern und Kamelle fangen. Habt ihr übrigens Jürgen Beckers gesehen, der Hausmann? Der hat heute frei, der hat den Zug geguckt. Jürgen, Alaaf, wie fandst es? Alaaf, Sabine, das war der schönste Zug in meinem Leben. Und ich habe noch nie so viel gefangen. Das liegt am Abstand. 1,5 Meter links, 1,5 Meter rechts. Das war das größte Kamellenfangrevier, das ich je gepachtet habe. Und auch die Stimmung war nicht viel schlechter. Nur so ein bisschen auseinandergezogen, sagt man im Rheinland. Und es waren auch prozentual mehr Masken da als sonst. Wenn auch nicht so lustig. Aber seien wir ehrlich, manche sehen mit Masken besser aus. Das müssten sie sich postkoronal mal merken. Und die FFP-Maske, deren Pate der Söder ist, das ist ja so ähnlich wie ihr Kostüm. Das sieht ja aus wie ein Schnabel. Darum heißt das ja auch FFP, fast Vogelperspektive. Und ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Nicht nur wegen der Kamellen, sondern auch wegen dem Fastelovend. Dieses Jahr müsste eigentlich der Phönix, der Symbolvogel des Karnevals sein. Denn wie ein Phönix aus der Virusasche steigt der Karneval empor. Wir lassen mit uns nicht das Hennesschen machen. Wir machen das Hennesschen mit denen, für denen oder gegen denen. Wir feiern trotzdem. Wir sind Virologen. Da geht doch der Fastelovend nicht der Lauterbach runter, auch wenn sich am Himmel dunkle Wölke zeigen. Wir haben ein Gegenvirus in uns. Wir sind mit Fastelovend geimpft, wie wir mit Kölnisch Wasser getauft worden. Da muss jedes Virus kapitulieren, da kann es noch so sehr mutieren. Und es gab auch andere Viren, die den Karneval mutieren wollten. Zum Beispiel das politische Virus von 1933 bis 1945, das aus der Jungfrau eine Frau machen wollte und den Karneval für sich einspannen wollte. Nee, nicht mit uns. Wir waren dagegen geimpft. Und 1945 stieg der Karneval wieder aus den Trümmern hervor. Zunächst in kleinen Feiern, aber echter und fröhlicher als zuvor. Und dann ging es wieder richtig los. Unser Land war 1945 in drei Teile geteilt oder in drei Zonen. Aber wir grämten uns darüber nicht, sondern nahmen der Trauer die Spitze, indem wir einen neuen Volksstamm kreierten. Wir sind die Eingeborenen von Tritsonesien. Heidi, Chimela, 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 bumm. Und genau wie 1949, als der erste Karnevalszug wieder durch die Stadt ging, wird auch im nächsten Jahr unser geliebter Zug wieder durch Köln gehen. Und wenn ich ihn selber ziehen muss, von der Severinstorburg bis zum Dom. Jürgen Beckers beim Rosenmontagszug 2021. Ich habe es gesagt, ein Rosenmontagszug, der ganz sicher in die Geschichte eingeht. Und wie hat Monika Seichert es gesagt? Da denkst du, der hat schon alles gesehen? Ne. Da denkst du, der hat schon alles gehört? Auch ne. Und freue mich, dass die Brings da sind. Jungs, ihr habt auch eine heiße Session gehabt, oder? Ja, eine ganz heiße. Ja, bitte, wie hast du es erlebt jetzt eigentlich mal so? Wir haben uns am 11.11. gesprochen, als es gerade losging. Wie war es denn jetzt tatsächlich? Ja, wir haben ein paar Konzerte in den Outdoor-Kinos gespielt. Wir haben auch noch fast 20 vor uns. Also so deswegen, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Also ja. Es hätte schlimmer sein können. Das Schlimme ist, dass du die Leute nicht wirklich siehst. Ne? Also die kommen aber wirklich alle in den Autos und feiern Karneval. Und ich finde das total schön. Ich habe ja immer so ein bisschen an den Anarchismus im Karneval geglaubt in unserer Stadt. Und das zeigt auch wirklich, dass die Leute wollen. Also wenn du dich da 2 Stunden in so ein Auto setzt bei den Temperaturen und da drin feierst, also... Das finde ich schon bemerkenswert. Ich finde auch den Zug, den wir gerade gesehen haben, der ist ja auch ein Beweis dafür, ne, dass wir das wollen irgendwie. Ne? Ja. Und die Situation ist ganz zweifellos, wie hat Vicky Jungeburt das vorhin gesagt, das ist Driss.
Aber dass der doch stattgefunden hat. Ja, weißt du, was ich das Schönste an dem Zug finde? Ich, wir haben so einen Spruch, wenn wir nach Hause kommen von einem Auslandsgig, also ich sag jetzt mal aus Mainz oder so, und fahren über die Brücke, dann sagen wir immer, ist nicht schön, aber ist Kölle. Weil ja, das ist ja die Wahrheit. Aber das Köln sieht echt mal schön aus. Richtig schön. Voll gut. Ja, total gemütlich und so. So aber wir, nächstes Jahr brauchen wir das nicht nochmal so, oder? Nee, dann lieber wieder irgendwie über die Hochstraße laufen, oder? Bitte. Finde ich auch. Ganz dringend. Genau. Also, der Rosenmontagszug 2021. Fantastisch, dass es so stattfindet. Gefunden hat. Ich wünsche euch alles Gute. Herzlichen Dank an das Festkomitee Kölner Karneval für diese tolle Idee, an alle Puppenspielerinnen und Puppenspieler vom Hennessy Theater und natürlich an alle Künstlerinnen und Künstler. Diese Session, die werden wir nicht so schnell vergessen. Und wir enden in dieser Sendung an diesem Tag natürlich mit Brings Me Singer Love. Bleiben Sie gesund. Satz in der Welt, hück Oma, mach ich an. Nix blieb wie es war, alles drop und runter. Mach ich an, leg für die Stadt und leg für die Lang, der mir glaube da dran, lebe gut zurück und mir singe allein. Stiller. Und das, was da war, geht jetzt bestimmt bald wieder. Komm und singe allein, denn sind sie mir verloren. Und wir singen jetzt euch für ein besseres Morgen. Wie ne kleine Panz mit Angst im Keller mache ich an. Doch mir komme da durch, luret weder heller. Mache ich an, leg für die Jude und leg für die Schlechte, leg für die Krumme und für die Gerechte. Und ich singe allein, vielleicht ein bisschen stiller. Und das, was da war, geht jetzt bestimmt bald wieder. Komm, wir singen allein, denn sind sie mir verloren. Und wir singen jetzt euch für ein besseres Morgen. Nieder, bis Menschen, die haben kein Leder. Komm, wir singen allein, vielleicht ein bisschen stiller. Und das, was da war, könnt jetzt bestimmt bald wieder. Komm, wir singen allein, denn sind sie mir verloren. Alle auf zusammen.